Okay. Ja, dann hallo zusammen. Ich bin Hartan und heute möchte ich mit euch über meine Backup-Lösungen sprechen. Angefangen hat das Ganze so ein bisschen in Folge einer Matrix-internen Diskussion rund ums Thema Backups bei verschiedenen Leuten hier. Und da habe ich mir gedacht, ach, wäre doch eigentlich ganz witzig, wir vergleichen das jetzt mal so ein bisschen im Laufe der nächsten Wochen vielleicht und gucken mal, was da so alles bei rumkommt. Und da dachte ich mir, ich fange einfach mal an. Daher willkommen zu meiner Coaching-Viertelstunde zum Thema meine selbst gebastelte Backup-Lösung. Ja, wie sahen meine Backups früher aus? Genau, so, also kurz zusammengefasst. Vor 2 Jahren hat das dann so angefangen, dass ich mich langsam damit beschäftigt hatte. Ich hatte vorher immer wieder so irgendwie teilweise auf einigen Geräten so ein bisschen was. Aber es waren noch keine echten Backups, wenn man halt ein Backup so definiert, dass man die Daten quasi auch noch woanders liegen hat als auf seinem Rechner. Also ich hatte halt Kopien der Dateien, okay, aber ja, ich sag mal, wenn der Rechner weg ist, dann ja, schade. Und wie hat das angefangen damals vor circa 2 Jahren? Da habe ich so angefangen, Fedora zu benutzen. Und Fedora hat zu dem Zeitpunkt dann den Wechsel, oder ich glaube mittlerweile ist glaube ich schon auch 3 Jahre her, ha, wie auch immer. Da hat Fedora den Wechsel gemacht auf ButterFS, das Standarddateisystem. Und da habe ich mich damals so das erste Mal damit beschäftigt, was ist eigentlich für ein Dateisystem auf meinem Rechner. Und dann habe ich mal so im ButterFS-Wiki geguckt, das gibt es halt leider nicht mehr. Und da habe ich so eine tolle Anleitung gefunden. Da wurde quasi beschrieben, wie man mit ButterFS quasi so mit Bordmitteln Backups machen kann. Also quasi Subvolumes davon Snapshots anlegen und die dann woanders hinsichern. Wen das genau interessiert, wie ich das eingerichtet habe mit Subvolumes und Snapshots, ich habe mal eine Coaching-Viertelstunde früher gehalten, könnt ihr euch angucken, da erkläre ich das alles. Und jedenfalls habe ich dann damals so mir das angeguckt und gedacht, oh, das ist eigentlich ganz cool. Da brauche ich auch keine externen Sachen für installieren, weil die ButterFS-Utilities waren halt schon vorhanden, weil Fedora benutzte ButterFS. Und dann hast du angefangen mit einer USB-Festplatte, die habe ich dann in ButterFS formatiert und dann so ein bisschen mit den halt ButterFS-Command-Line-Tools Backups hin und her geschoben. Das Ganze lief dann recht unregelmäßig und höchst manuell. Also ich habe das tatsächlich immer von Hand angestoßen und dann halt geguckt, wie das da so durchlief. Und in der Zwischenzeit habe ich mich gelangweilt, keine Ahnung. Und Problem war auch so ein bisschen, ich hatte das damals eingerichtet, aber halt nur auf meinem Laptop. Also auf anderen Rechnern jetzt nicht so wirklich. Und wenn doch, dann ja, also schwierig. Und irgendwann dann halt doch auf meinem Desktop, nur dann musste ich halt die Platte erst in einen Rechner stecken und dann in den anderen Rechner stecken und ja, also ideal war es nicht. Vor 1,5 Jahren habe ich dann so langsam die Erkenntnis, ja, hat mich beschlichen, so Backups mit Built-in-Tools eigentlich ganz cool. Ne? Also wie ich das mit ButterFS gemacht habe, das fand ich eigentlich ganz nett, weil ich mir dachte, wenn dann irgendwie doch was kaputt gehen sollte oder so, muss ich mich nicht erst durch den ganzen Installer klicken und die Benutzeranlegung, um dann aus dem Softwarekatalog mein Ding runterzuladen und also fürchterlich, wollte ich mir gar nicht vorstellen. Und ButterFS war mir mittlerweile eigentlich ganz sympathisch, also ich hatte auch angefangen, immer mehr Features davon zu benutzen und dachte mir aber, so ein zentraler Speicher wäre ganz toll, weil halt immer die Platte von einem Rechner zum anderen tragen ist halt irgendwie nervig. Und meine Erkenntnis war auch, also wenn das halt so viel manueller Aufwand ist, dann mache ich es einfach nicht. Und das war ja nicht Sinn der Sache. Und dann habe ich so angefangen, so langsam mich eben mit Snapshots zu beschäftigen und meine Rechner haben dann auch eigentlich alle sehr regelmäßig Snapshots gemacht, also alle 15 Minuten machen die einen Snapshot, auch heute noch. Ich behalte die dann nicht alle, sondern ich habe die dann halt nach einer gewissen Zeit gelöscht und habe dann so in dem Zeitraum auch mein NAS neu eingerichtet mit dem Fedora Core OS. Da lief dann auch ein ButterFS drauf und die Idee war dann quasi, ja, Fedora Core OS, das ist so ein Minimalsystem. Da habe ich im Endeffekt ein SSH eingerichtet und alle meine Rechner haben dann halt ihre Subvolumes aufs NAS gepusht quasi. Also ich hatte da meinen User und habe dann meine Subvolumes dahin geschickt übers Netzwerk. Mit ButterFS-Tools geht das ganz gut. Und genau, Problem war halt so ein bisschen, ich habe dann für diesen Backup-Zweck halt immer separate Subvolumes erstellt, weil jetzt muss man halt wissen, dass jetzt so eine ButterFS-Eigenheit, wenn man so Snapshot, also Snapshots hat, dann kann man die auch inkrementell verschicken. Also quasi, ich sage ihm so, das ist dein alter Stand und das ist der neue. Und vorausgesetzt, das Ziel, wo ich die hinschicke, hat den alten Stand, muss ich quasi bloß das Delta, also den Unterschied, übertragen. Und das spart halt wahnsinnig viel Bandbreite im Zweifelsfall. Ja, und dann hatte ich halt so auf meinen Rechnern plötzlich immer so
zwei quasi Gruppen von Snapshots. Einmal die automatisch erstellten mit ihrer Retention Policy und dann halt die, die ich zum Backup erstellt habe. Die habe ich dann von Hand erstellt, weil ich wollte halt auf jeden Fall verhindern, dass meine Retention Policy die Snapshots löscht, bevor ich sie aufs NAS synchronisiert habe, weil dann ist halt quasi meine inkrementelle Kette kaputt und dann muss ich halt irgendwie wieder einmal ein ganzes Subvolumen übertragen und das ist halt doof auch so platztechnisch. Genau, und wen das interessiert, wie ich mein Butterfest eingerichtet habe, eben wie gesagt, hier ist nochmal der Link, kann man sich dann angucken. So, dann vor ungefähr einem Jahr habe ich dann gemerkt, ja, eigentlich wäre das ja ganz cool, wenn ich die Backups nicht einzeln aufs NAS schiebe, sondern wenn das NAS sich die Backups quasi von meinen Rechnern runterzieht, weil der Gedanke war auch so ein bisschen, das mag jetzt Paranoia sein, wie auch immer, wenn ich ja vom Rechner Backups aufs NAS schieben kann aktiv, dann könnte ich die ja quasi auch löschen, also dann vielleicht nicht ich, sondern irgendwie, keine Ahnung, Malware oder so. Das wäre irgendwie doof. Und deswegen fand ich eigentlich die Idee ganz cool, dass mein NAS sich die Backups einfach zieht und ich dann halt mir möglichst viel Mühe gebe, den Zugang zu meinem NAS zu erschweren. Und dann klappt das schon. Da kam halt noch dazu, dass ich mein NAS eigentlich nicht dauerhaft laufen lassen möchte, weil das ist schon ein etwas älteres Gerät, also mit dem Stromverbrauch ist nicht so. Außerdem ist das recht laut. Und ich brauche es halt auch einfach selten. Also tatsächlich mache ich halt meistens Backups auf dem NAS und dann mache ich es wieder aus. Und daher dachte ich mir, wäre eigentlich ganz cool, wenn ich dann quasi einfach so einmal die Woche oder so mein NAS anmache, dann holt sich das die Backups und dann ist es fertig und dann mache ich es wieder aus. Und meine Idee damals war so, ButterFS ist eigentlich ziemlich cool. Ich würde am liebsten alle meine Backups mit ButterFS machen, weil da gibt es dann auch so schöne Tools wie BTRBK, die das quasi schon für einen tun. Man muss bloß noch eine Konfigurationsdatei schreiben und dann hat sich das. Nur, ich habe daheim noch so einen blöden Raspi und der hat halt keinen ButterFS aus Gründen. Und ich habe auch keine Lust, den zu ersetzen, weil der läuft ja noch und dann tue ich mich schwer, den einfach wegzuschmeißen, quasi. Und deswegen war halt so eine Komplettlösung mit eben diesem BTRBK, das ich auch für meine Snapshots nutze, so nicht möglich. Und dann habe ich mich gefragt, toll, was jetzt? Weil ich hätte ja schon auch gern Backups von dem Raspi, weil wenn der kaputt geht, und das ist mir tatsächlich schon ein paar Mal passiert, dass irgendwie, weiß ich nicht, die SD-Karte ausfiel oder was auch immer, ist das ja doof, wenn man dann wieder ein ganzes Wochenende da hockt. So, und dann habe ich mir gedacht, ja, dann packe ich mal die Bash aus und guck mal, was so geht. Und die Frage, warum Bash? Also man könnte ja auch, weiß ich nicht, ich bin ja auch compilersprachenmächtig zum Beispiel, das könnte man ja auch nehmen, dann schießt man sich nicht so ins eigene Bein. Meine Idee damals war so ein bisschen, Bash ist halt sehr universell. Das heißt, es ist eigentlich überall vorhanden und ich brauche jetzt nicht wirklich externes Tooling dafür. Also ich brauche halt vielleicht noch so ein paar Utilities, so die Programme, die ich aufrufe, aber das war's, also das ist sehr überschaubar. Und das kommt halt dazu, dass Fedora Core S so ein Minimalsystem ist, also primär gedacht eigentlich zum Container-Hosten. Und ich finde das eigentlich ganz cool. Ich wollte das auch nicht ändern, also das tue ich auch nicht auf meinen Fedora Core S-Installationen, weil halt es ist wahnsinnig robust. Also dadurch, dass halt so wenig installiert ist, kann man auch wenig kaputt machen. Und alles, was ich brauche, kann ich eigentlich auch im Container ausführen. Und dann kann ich das halt mit der Bash quasi orchestrieren, wenn man so mag. Was mir auch wichtig war, ist, dass es ad hoc erweiterbar ist. Also ich hatte schon das Bedürfnis, wenn ich quasi irgendwie in meinem Backup-Job bin und dann stelle ich fest, da ist jetzt was kaputt, weil mein Backup-Tool ist halt kacke und da habe ich irgendeinen Edge-Case nicht vorgesehen, dann will ich nicht erst quasi auf einen Rechner gehen müssen, wo ich dann einen Compiler habe, um dann den Code zu debuggen und dann wieder aufs. Na, also das wollte ich nicht. Und deswegen wollte ich das halt dann im Zweifelsfall, wenn wirklich was kaputt sein sollte, halt gleich an Ort und Stelle beheben können. Auch dafür ist die Bash halt ganz gut, weil, wie gesagt, ist halt überall und ich brauche einen Texteditor, um es zu schreiben. Und ja, genau, das war es dann auch schon mit Tooling. Und es ist halt auch gut geeignet, um Systembefehle auszuführen, weil ich mir schon dachte, so dieses BTRBK, was ich erwähnt habe, das macht seinen Job eigentlich ganz gut. Ich wollte das ungern wegschmeißen. Nur es ist halt in Perl geschrieben. So gesehen gibt es also nicht wirklich eine Library, die ich einfach benutzen könnte für den Zweck. Und bevor ich dann irgendwie in der Compilersprache so ein Shellout mache und dann wieder Systembefehle aufrufe und so, also ja, bin ich auch kein Fan von. Und da ist so eine Bash halt naheliegend, weil was ich in der Bash halt mache, ist einfach nur Befehle ausführen. Und deswegen wirkte mir das ganz ideal. Und das war dann so die nächste Evolutionsstufe. Und wie ich dann jetzt so seit ungefähr 4 Monaten, also jetzt so der aktuelle Stand seit 4 Monaten meine Backups mache, ist,
Ich habe die zwischenzeitlich bin ich zu der Erkenntnis gekommen, dass Snapshots, die ich nur zu Backup-Terminen erstelle, doof sind, weil ich mache ja auf meinen Rechnern viel mehr Snapshots. Ich schmeiße sie nur alle weg. Und es wäre eigentlich cool, wenn man die benutzen könnte. Und deswegen läuft das jetzt seit einiger Zeit so, dass ich quasi die Snapshots auf meinen Rechnern recycle, wenn man so will. Also ich habe einmal quasi einen harten Cut gemacht und habe gesagt, so die alten Snapshots, also dieses alte Snapshot-Schema mit, ich mache so Backup-Snapshots, das schmeiße ich einfach weg. Sondern ich benutze das, was auf den Rechnern ist. Und habe dann in dem Zuge umgestellt, dass meine Rechner jetzt quasi immer noch viertelstündlich Snapshots machen und dann per Retention Policy einige löschen. Und ich behalte aber auf jeden Fall unendlich viele Daily Snapshots in der Theorie. Und dann, wenn ich mit meinem NAS meine Backups gemacht habe, dann synchronisiert es sich quasi alle Daily Snapshots, die es noch nicht hat, die ihm fehlen. Und danach löscht das NAS auf meinen Rechnern die alten Daily Snapshots. So habe ich quasi dieses Problem nicht, dass meine Retention Policy immer weiterläuft und wenn ich jetzt ein halbes Jahr im Urlaub bin oder so, sind plötzlich alle meine alten Snapshots weg und dann war es das mit meiner inkrementellen quasi Snapshot-Kette. Und auf der anderen Seite, ja, also genau, meine Rechner merken sich halt die Snapshots alle und dann, wenn das NAS sie synchronisiert hat, dann werden sie gelöscht. Und das fand ich eigentlich ganz cool, weil jetzt brauche ich nicht mehr zwei Sorten von Snapshots, ich habe bloß noch quasi ein Tool, das die Snapshots erstellt im Wesentlichen und dann mein NAS, das sie hinterher löscht und damit lebe ich eigentlich ganz gut. Und dann kann ich euch noch so ein bisschen zeigen, wie das aussieht. Also ich habe das hier geschrieben, dass dieses Backup.sh, so fing alles an. Es hat jetzt schon einige Commits durch. Und was ich dann hier noch so drin habe, ist jeweils Konfiguration. So habe ich mir das ausgedacht damals. Und im Endeffekt, was dieses Ding tut, da gibt es hier dann so eine CSV-Datei drin. Weil ich fand, oh, ich gehe mal in den Anordner, da ist mehr los. Weil so eine CSV-Datei, finde ich, hat eigentlich ein sehr angenehmes Format zum Parsen. Und was dann da drin steht im Endeffekt ist, ich habe vorne immer so in grün so eine ID, ne, damit ich die Jobs halt durchnummerieren kann und weiß, welcher das ist. Und dann daneben, das ist quasi der Jobtyp, wenn man so mag. Das ist völlig arbiträr, also dazu komme ich gleich. Dann in lila ist so eine Konfigurationsdatei, die ich damit reingebe, weil ich ja schon, je nachdem, was ich mache, pro Host halt irgendwie schon halt Variablen setzen muss oder Dinge unterscheiden muss. Und dann dahinter halt noch so eine schöne Plaintext-Beschreibung für die Kommandozeile, damit ich es halt mitlesen kann. Was das am Ende macht, ist quasi, es gibt dann hier in diesen Ordnern, das sind quasi so einzelne Schritte, die ich definiert habe, wenn man so will. Und in jedem dieser Ordner gibt es dann so ein Skript, das nennt sich run.sh. Und das ist dann quasi die Intelligenz dahinter. Also in diesem Fall, das ist jetzt mein BTRBK. Das macht hier oben so ein bisschen Error Handling und dann prüft es, ob ein paar Variablen da sind. Und der eigentliche Witz ist aber, dass es dann, jetzt muss ich mal kurz gucken, wo das ist. Genau, da, wenn man da guckt in Zeile 27, also hier Zeile 27, da wird dann eben so eine Config eingelesen. Und was das Ding am Ende macht, ist, ich habe ja in der Konfigurationsdatei, in diesem CSV, habe ich ja gesehen, quasi, ich habe so einen Jobtypen und dann eine Konfigurationsdatei habe ich gesagt. Und im Endeffekt geht das dann in diesen Ordner, ruft dieses Run-Skript auf, gibt ihm die Konfigurationsdatei und da schreibe ich dann rein, was ich eben für den jeweiligen Job brauche, damit das auf meinem Host läuft. Und jetzt dieser BTRBK-Job zum Beispiel, das sieht man hier so in Zeile 31, und ich zeige mal hier, in Zeile 31, da macht er dann hier noch, guckt er dann, ob so ein SSH-Socket vorhanden ist, damit ich mich halt mit meinem Key auf den anderen Rechnern per SSH einwählen kann, um dann die Backups runterzuziehen. Und dann am Ende starte ich quasi einen Portman-Container mit einem ganzen Haufen Argumente. Da kommt dann auch der SSH-Socket rein und diverse andere Dinge. Und genau, der führt dann die Software aus. Und das Ganze habe ich eben noch so für so ein paar andere Dinge definiert. Hier sind dann meine host-spezifischen Konfigurationsdateien. Hier gibt es dann noch so ein Pre-Backup-Shit, habe ich den genannt. Das stammt eben vor allem noch aus der Zeit, als ich quasi diese Snapshots immer zu festgelegten Wochenterminen gemacht habe. Weil da ist mir halt aufgefallen, also so ein Subvolume zu synchronisieren als Ganzes, da fallen ja erstmal potenziell viele Daten an und wenn man halt viel Rust entwickelt, wie in meinem Fall, erzeugt Rust halt auch wahnsinnig viel Build-Cache, den ich ja eigentlich nicht in meinen Backups brauche, weil, also ja, den kann ich wiederherstellen, wenn ich ihn haben möchte. Und dann ist halt immer dieses Skript durchgelaufen, hat quasi einmal alle Rust-Projekte auf meinem Rechner gesucht und dann die Build-Caches gelöscht und so. Und das mache ich heute immer noch so einmal die Woche, einfach quasi aus Hygienegründen, damit da nicht so ein Rust-Projekt auf, keine Ahnung, 40 GB Größe anwächst und ich mich frage, wo ist eigentlich meine ganze Festplatte, Speicherplatz hin? Wäre ja doof.
Das löscht noch so ein paar andere Dinge, das löscht so ein paar Cache-Ordner, die ich nicht brauche, die einige Programme immer wieder anlegen und so, einfach so Hygiene, wenn man so will. Und dann noch dieser rsync-Teil, das ist quasi, damit habe ich so ein bisschen die Brücke geschlossen zwischen meinem blöden Pi, der kein ButterFS kann, und meinem ButterFS-basierten Backup-System. Und was das am Ende macht, ist quasi, es ruft ein rsync auf. So, wenn man ganz unten guckt. Ja, SE Linux, ja, schön, ja. Also in Zeile 31 ruft das hier so ein rsync auf und meldet sich quasi per SSH auf meinem Pi, zieht alles runter, was da drauf ist und löscht alles bei mir lokal, was nicht mehr auf dem Pi liegt und geht dann hinterher aber mit ButterFS durch und macht dann von der Kopie auf dem NAS einen Snapshot. Also das ist quasi so, ja, so Pseudo-Snapshots mit rsync. Das Doofe daran ist halt, ich habe nicht wie bei meinen Rechnern so Daily-Snapshots, die dann die ganze Woche angelaufen sind, weil ich halt natürlich nur den Stand kopieren kann, den rsync mir gibt, also jetzt gerade. Aber immerhin habe ich dann einmal die Woche so einen Sicherungspunkt und auf dem Ding passiert auch nicht so viel und ich hoffe einfach, also bisher, dass noch gut funktioniert, sagen wir es so. Bisher kam ich damit gut zurecht. Genau, und dann im Endeffekt geht das die Konfiguration durch und dieses Skript hat dann noch ein kleines CLI-Interface. Ich glaube, das müsste man auch gut sehen können eigentlich oben. Ja, genau. Hier sieht man das jetzt so in Gelb, der Text. Es hat dann so einen Dry-Run-Befehl, da würde er mir quasi einmal anzeigen, was er macht, bevor ich quasi meinen Rechner sprenge. Wenn einzelne Jobs fehlgeschlagen sind, kann ich ihm hier auch sagen mit diesem IDs, dass er nur diese einzelnen Jobs wiederholen soll. Auch dafür waren die IDs ganz praktisch, hat sich herausgestellt, weil halt doch gelegentlich mal irgendwie läuft ein SSH-Daemon nicht oder keine Ahnung, ein Netzwerk-Timeout und dann geht was kaputt. Das ist halt doof. Und was ich dann auch noch gemacht habe, ist, irgendwann habe ich mich mal hingesetzt und habe mir gedacht, ich habe richtig Lust, heute Bash zu programmieren. Und habe ihn von allen Jobs, die er ausführt, quasi ein Log mitschreiben lassen, von dem, was die Befehle mir so ausgeben. Und dann habe ich hier diesen Interactive-Modus, wo er mir dann hinterher so ein kleines UI aufmacht, wo ich dann quasi mit Cursor-Tasten drin rumsuchen kann und mir dann die Logs anzeigen lassen kann, weil ich mache das halt immer noch einmal die Woche, weil mein NAS läuft nicht dauerhaft bei mir daheim. Und dann stelle ich das an und mache eine halbe Stunde was anderes und dann komme ich wieder und dann gucke ich quasi, ob die Jobs alle durchgelaufen sind, kann auch in die Logs gucken, was er so gemacht hat und habe ich dann mal den Überblick. Bei meinen Eltern daheim zum Beispiel, da habe ich einen Rechner, der läuft dauerhaft, der hat auch Speicher angeschlossen und da habe ich das eben so eingerichtet, dass ich da nicht selber diesen Job starte, sondern der macht das von sich aus, einmal die Stunde quasi, geht er die Hosts durch im Netzwerk, die gerade an sind, und guckt, ob die irgendwelche Snapshots haben, die er noch nicht hat, und dann synchronisiert er sich die. Und das ist echt angenehm, muss ich sagen, also wenn man so einen Rechner dauerhaft laufen lassen möchte, weil ich muss einfach nicht mehr drüber nachdenken. Gelegentlich merke ich mal, da ist mein Rechner dann am Schuften, weil er gerade Sachen komprimiert, um sie dahin zu schicken. Aber das ist okay. Und abgesehen davon schaue ich halt gelegentlich mal so bei jedem zweiten Besuch, ob denn noch neue Sachen ankommen auf dem NAS. Ja, und dann kopiert das so fröhlich vor sich hin. Genau, und das ist die Geschichte, wie ich mit Hilfe von Bash, also wen es interessiert, ich kann ja mal noch so ein bisschen durchscrollen, da passieren ganz wundervolle Dinge weiter unten. Also, sieht man, versuche ich ein CSV zu lesen in Bash und lege so ein bisschen Jobkonfiguration an und darf man gar nicht so genau hingucken. Ich wundere mich auch, dass das funktioniert. Und dann versuche ich hier so die einzelnen Zeilen zurechtzuschneiden und so. Und ich habe das natürlich auch in keinster Weise getestet, auf was passiert, wenn ich da malicious Input reingebe oder so. Das will ich gar nicht wissen. Und dann initialisiere ich hier so ein paar Variablen für Buffer und alles Mögliche. Es gibt so ein bisschen Error Handling immerhin, ne? Also wenn was kaputt geht, dann sagt ihr mir wenigstens so ungefähr, was kaputt gegangen ist. Stellt sich als wahnsinnig praktisch heraus, wenn man so ein Ding entwickelt. Ja, und das hier unten ist dann so der Main Loop, dann steht es dann Perform All Requested Jobs. Der geht dann durch alle Konfigurationen, die ich so eingestellt habe, führt die dann der Reihe nach aus. Und hier an der Stelle, also in dieser Zeile, da schreibt er dann eben den ganzen Output hinterher in so eine Logdatei. Ganz rechts am Zeilenende steht dann Job Output, ne? Also der Output für diesen Job. Das ist dann die Datei und hinterher kann ich dann quasi einfach aus der Datei lesen, was hat der Job getan. Ja, genau. Und das war's zu meinen Backups. Ja, bitte. Jetzt habe ich natürlich eine Frage. Du räumst bei dir die ganze Zeit deine Cache-Ordner und Config und hast du nicht gesehen auf und löscht die ganze Zeit deine Rust-Files?
Gibt es denn bei den WTFS-Snapshotting keine Option zu sagen, ignorieren wir mal diesen Ordner? Ah ja. Ja, also die Frage war, ob ich ButterFS nicht einfach sagen kann, dass das Ordner ignorieren soll bei Backups, statt händisch meine Caches zu löschen. Und doch, die Lösung, also das geht schon. Prinzipiell, und zwar ist so eine Grenze für so ein Snapshot, also Snapshots macht man auf Subvolume-Ebene quasi. Und wenn ich jetzt innerhalb eines Subvolumes noch andere Subvolumes liegen habe, die schließt er aus. Also Snapshots sind nicht rekursiv. Das heißt, ich könnte quasi meine ganzen, also in Rust ist es ja immer der Target-Ordner oder Build-Ordner, wie auch immer man es nennen will, die könnte ich quasi in den Projekten anlegen, jeweils als ButterFS-Subvolume. Das würde schon gehen, dann würde er die ausschließen. Der Haken dabei ist so ein bisschen, wenn man dann in Rust so ein Cargo Clean eingibt, dann löscht er halt einfach den Target-Ordner. Dann ist das Subvolume weg und wenn ich dann wieder was baue, dann liegt es halt nicht im Subvolume hinterher. Daher ist das nicht ganz so schön. Ja, also ich gebe zu, das ist nicht cool. Ich kopiere so gesehen schon auch Caches mit in mein Backup, aber bisher habe ich noch genug Platz und dadurch, dass es halt ja, inkrementell ist, war das bisher nicht so das Riesenproblem. Aber ich gebe dir recht. Es könnte wesentlich effizienter sein. Ja, bitte. Ich habe eine Arschlochfrage. Hättest du, das ist ein super System, hättest du prinzipiell das Ganze auch mit einem Borg-Backup und einem Borg-Speicher einfacher hinbekommen, ohne dass du alles hättest selbst schreiben wollen können? Ja. Ja, das wäre wohl gegangen. Also ich hätte wohl auch einen Borg- und einen Worm-Speicher nehmen können, ja. Allerdings habe ich tatsächlich Borg erst so richtig gesehen oder kennengelernt, nachdem ich mich quasi in ButterFS verliebt hatte, wenn man so will. Und so, also ich weiß jetzt auch nicht so viel über Borg, muss ich sagen, weil ich hatte ja dann zu dem Zeitpunkt schon so meine Lösung und die wuchs mit mir. Und weiß ich nicht, aber bei Borg hatte ich halt auch den Eindruck, das ist wieder so eine Softwarekomponente. Die muss ich dann halt irgendwo installiert haben, um Sachen wiederherstellen zu können. Und ja, also da ich halt sowieso gerne mit ButterFS arbeite, war mir das sehr sympathisch. Außerdem finde ich, man braucht ja auch Projekte, ne? Sonst übt man so Sachen ja nicht. Und ich habe das Gefühl, meinen Bash-Kenntnissen hat das sehr geholfen, das stundenlange Debuggen. Ja, naja, man muss es wollen. Das sieht auch sehr schön aus. Ich finde so einen Aufbau sehr, sehr schön. Dankeschön. Noch eine Frage. Ja, genau. Warum hat mein Raspberry Pi kein ButterFS? Das ist technisch ganz einfach erklärt. Da läuft auch ein Fedora Core S drauf, weil ich habe keinen Bock, da was anderes zu verwenden für Headless-Installationen und ich finde das sehr angenehm. Core S installiert per Default ein XFS-Dateisystem und ich könnte jetzt von Hand nach der Installation so eine In-Place-Konvertierung machen. Das will ich aber eigentlich vermeiden, weil CoreOS hat so ein schönes Provisioning-System. Da sage ich ihm, hier ist dein Image, hier ist dein quasi Ignition-File, so heißt das Format, mach. Und dann habe ich halt da einmal den Status beschrieben, wie er sein soll, und dann läuft er hinterher so. Und dann spiele ich bloß noch die Backups ein, alles ist gut. Und man könnte jetzt innerhalb dieses Provisionings quasi diese Konvertierung machen lassen auf ButterFS. Nur, dafür braucht man genug RAM, um das ganze RootFS quasi im RAM zu halten. Den hat man Pi nicht, der hat nur 1 GB, der bräuchte 4. Langt nicht. Und wie gesagt, für die manuelle Konvertierung hatte ich bisher noch nicht die Nerven. Ich meine auch, ich hatte das irgendwann am Wochenende mal durchgedacht mit der manuellen Konvertierung und da ist mir auch irgendwas eingefallen, warum das nicht geht. Ich habe mir das natürlich nicht aufgeschrieben. Also vielleicht probiere ich es einfach nochmal und erzähle ich nächste Woche, wie es ausging. Das ist schwierig, weil ich muss das Image eh auf meinem Rechner schon so ein bisschen patchen, damit es auf dem Pi 3 läuft. Also ich muss dann quasi hinterher noch Bootloader rein und so. Das habe ich aber mal gemacht und so. Das geht schon automatisiert. Wahrscheinlich könnte man das tun. Ich müsste mich mal ein bisschen mehr mit der Frage beschäftigen, wie bootet man eigentlich so ein Arch 64 in der VM mit, keine Ahnung, Built-in-Ding. Nur habe ich halt null Plan von Virtualisierung bisher oder sehr wenig. Und
Ja, also das wäre auf jeden Fall eine Lösung. Ich hatte das auch schon überlegt, wenn ich doch einfach eine VM boote mit so einem Pi, mit mehr RAM und das dann da machen lasse und dann bloß noch die Festplatte. Aber bisher, ja, habe ich halt noch nicht gemacht. Nächste Frage. Ich habe das mal ausprobiert mit Hai und dem Wetter-FS und Fedora. Ich glaube, es war Core, also ich weiß nicht mehr genau, was es war. Okay. Und es hat funktioniert, aber ich glaube, es hat nur funktioniert, wenn man das mit dem Installer-Image installiert hat und du das zu starten musst und erst einen EFI-Bootloader finden. Ja, genau. Damit hat es aber funktioniert. Also ich habe das dann installiert und dann hatte der auch Wetter-FS und das ging. Ja, also das mit dem EFI-Bootloader, das habe ich auch schon eingerichtet und mein Pi läuft auch nicht mehr von der SD-Karte, sondern halt tatsächlich von der USB-Festplatte und so, damit bin ich ganz happy. Nur eben diese Konvertierung Ja, klappt weil nicht. da konnte man einfach den ganz normalen Installer starten damit und da konnte man auch Wetter-FS ausleihen Aber beim das war dann Installer. wahrscheinlich kein Fedora Core S, oder? Ich glaube, es war Core, also bin mir nicht ganz sicher. Also ich glaube eigentlich nicht, dass ich einen Fedora Server drauf installiert habe. Ja, okay. Ich glaube, Also, es war schon eine von den OS-Free-Versionen. was natürlich gehen würde, ist, wenn ich halt den Installer wirklich auf einem anderen physischen Medium habe als auf der Platte. Nur mein Provisioning läuft halt bisher so mit, ich nehme die Platte, wo es mal draufkommen soll, da schmeiße ich das Image drauf und die Konfigurationsdatei. Ja, und dann, da es auf die Platte installieren will, kann es ja nicht auf der Platte liegen lassen, während es installiert. Und das, ja, aber wenn ich einen Installer nehme, würde das wahrscheinlich, wäre das Problem gelöst, ja. Wahrscheinlich. Noch? Ich hatte es davor mal Noch ein probiert Ansatz. mit dem es gibt irgendwie so einen ARM-Image-Installer, der Ja. direkt auf eine SD-Karte schreibt. Der hat sich geweigert, das zu machen. Da ging es nur mit dem Original, oder mit dem, ich weiß nicht mehr, mit dem HiFixFS. Aber wenn man den halt den grafischen Installer gestartet hat, damit ging das. Okay, das ist ein guter Hinweis. Probier vielleicht mal aus. Dankeschön. Noch eine Frage. Könntest natürlich auch, wenn du ein NAS hast, die man selber betreibst, den Raspberry Pi einfach das Image, das fertige Betriebssystem von NAS per Netzwerkverbindung ziehen lassen. Dann könntest du das gesamte OS auf deinem NAS-Snapshot verteilen und hast quasi immer eine Ausfallsicherheit. Das heißt, wenn dein Raspberry Pi flöten geht, packst du halt einen anderen dahin und lässt den per NFS. Ja, das Mit ginge. allen Negativkomponenten, die da noch mit Also, reinfließen könnten. ja, Einschränkung 1 ist ich habe schon, also mein NAS läuft nicht immer, weil das möchte ich nicht. Also, ich müsste dann quasi mein NAS booten, um den Pi zu booten. Damit könnte ich wohl noch leben. Aber dann müsste ich ja auf dem Pi wieder dann Laufwerke einrichten, damit das idealerweise dann vom NAS, also aufs NAS legt, seinen ganzen Kram, damit ich es dort gleich snapshotten kann. Weil, wenn ich das Betriebssystem boote, ist ja okay. Aber mir geht es ja um die Sachen, die nicht Teil des Betriebssystems sind. Würdest quasi alles. Du würdest dann das gesamte Betriebssystem, die gesamte Partition, die du auf dem NAS drauf würde per NFS gemountet sein. Genau, ja, richtig. Also Das könnte man tun. würdest quasi root, hättest du gemountet per NFS. Ja, richtig. Das könnte man machen, ja, richtig. Oder Dafür würdest du müsste. halt auf dem NAS die ganze Zeit laufen lassen, Richtig. sondern. Dafür müsste das NAS dauerhaft laufen und. Ja, dafür habe ich halt den Pi, ne, weil ich mir dachte, der ist halt so klein, leise und braucht nichts und deswegen benutze ich halt den für solche Zwecke. Ja, aber klar, ging. Okay, dann, wenn keine Fragen mehr sind, danke für eure Aufmerksamkeit.